Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FeedTheBeast Infinity Evolve. Mit dabei der Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. So, wir beide haben ganz schon mal eine Folge aufgenommen. Plus, meine Folge war so ein bisschen kaputt, also die ließ sich überhaupt nicht starten. Ja, Opening, so, und dann habe ich gesagt, ja komm. Da muss mal eine neue Folge her. So, wir wollen jetzt langsam mal anfangen mit ein bisschen Weltenbereisung, habe ich gehört? Ja, hast du richtig gehört. Und zwar wollen wir in einer der, ich glaube, das werde ich mal, oder? Ich hoffe, wir schaffen das heute noch, in der Folge. Was denn? Das Portal. Das Mining World? Ja. Ja, bestimmt. Guten Tag. Ja, ich habe mich mal wieder ein bisschen entschlossen. Moment, warte mal, Moment. Ja, wo? Nee. Ja. Verbeuge dich vor deinem König! Oh, ja, bitte. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollen in die Mining World und ich würde mir dafür gerne schon mal was vorbereiten. Und zwar würde ich gerne eine Mining-Torte haben. Ja, gut, ich bereite schon mal das Mining-Portal vor. Mach das. Eine. Ach man, eh. Mining-Torte. Wo ist denn der Unterschied zwischen Advanced Mining-Torte und einer Mining-Torte? Die Advanced brauchst du Gold für, glaube ich. Sehr schöner Unterschied. Ja. Und in der Funktion? Das kann ich hier so jetzt nicht sagen. Okay. Gut, wir brauchen für eine Tüttel, für eine Turtle, nicht Tüttel, brauchen wir erstmal einen Computer. Da kann man einfach den von Speed nehmen, wo der normalerweise drauf spielt. Ne? Ja, genau. Mhm. Oh. Das ist auf jeden Fall, ja. Ja, das ist jetzt auch ein schöner Gag gewesen. Ich hatte unten beim Farm ein Draconium-Ohr gefunden und gedacht, komm, das nimmst du dann, baust du live in der Aufnahme ab. Hm. Das war's dann auch. Ja. Könnt ihr beim lieben Streetdigger dann reintun? So. Naja, so lieb bin ich nicht. Ja, warte mal, ich hab hier noch einen Eisengolem, ne? Der kann uns auch was von lieb erzählen. Ja. Ja, meine wundervollen 49 Level sind auch weg. Ich werde einmal im Livestream vom lieben Trivolo bin ich rausgegangen, hab mich erschrocken und dem Eisengolem ein High Five verpasst, würde ich das mal nennen. Ja, das war nicht schlecht. So viel brauchen wir denn für so ein Portal? Ich glaube 10 Stück, ne? Was kommt denn? Nummer 3. Vier, ansonsten fünf, du bist ja eh gar nicht am Aufnehmen, kannst du ja googeln. 7, 8, 9, 10, ja, 10 Stück. 10 Stück. So, haben wir die. Das da, das da. So, wo stellen wir das Portal hin? Ich würde so sagen, rechts neben der Treppe vom zur Schmiede. Ja, willst du das machen? Können wir machen. Hast du eigentlich mal so ein Creeper-Herz gesehen? Ein was? Creeper-Herz? Ja, kenne ich schon. Ach, schade. Das war mal so genial mit dem Kumpel. Der hatte das einmal bei einem paar Stücke zusammengezockt und hat den Creeper-Herz gefunden. Was ist das? Ey, cool, das kann man ja essen. Boom. So, Glasspans haben wir. Und Redstone. Und wir haben einen Computer. So, jetzt brauchen wir noch eine Truhe und 7 Eisen. 7. Und das kann ich mal hier reintun. Und eine Truhe, hier habe ich das Holz. So. Ach, das ist noch gechiselt. Habe ich mich gerade gewundert. Ich glaube, dann bist du echt arm dran bei Minecraft, wenn du nicht mehr weißt, wie eine Truhe gebaut wird. Ja, das definitiv. So, Truhe, Computer und Iron Ingot. Und wir haben eine Turtle. Um daraus jetzt eine Mining-Turtle zu machen, ne, brauchen wir eine Diamantspitzhacke. So, bei Diamanten ist ganz knapp, gell? Auf jeden Fall. Dann nehmen wir das Holz. Oder hab ich so, ich kann dir schon mal die Ingredienzien für das Portal geben. Einmal die 10 Blöcke und einmal das Mining-Tool. Ja, sehr schön. Oh, Mining-Tool und Portal-Frame. Ja. Und wir haben eine Turtle. Und dann nehme ich auch mal so ein Stack Kohle mit. Ich glaube, wenn wir jetzt in die Mining World gehen, dann nehme ich auch mal die Portal Gun mit. Könnte ganz hilfreich sein, oder? Ja. Eventuell.
Ne, dich nehme ich mit. Stelle noch gerade mein Inventar ein bisschen aus. Warte mal, ich gucke mal, dass wir. Boah, komm. Ah, komm, da habe ich doch was. Das kann ich hier lassen, den brauche ich auch nicht. Den Draconium, das kann ich mal reinlegen, gut. Alles klar. Hier kannst du es mal hinpacken. So. Jo. Das wird ja einfach nur aufgebaut wie ein Netherportal. Ich glaube, du hast einen Block zu wenig gemacht. Echt? Nee. Dreimal. Den Stück. Nee, ich meinte hier abgebaut. Das sind ja nur drei. Ja, das ist bloß ein Einergang. Achso, das ist ein Einergang. Ja, soweit ich weiß schon. Das war das Mining-Tool? Ja. Oh. Und wenn wir jetzt einmal hier rein sneaken, entern wir die Mining World. Warum komme ich da jetzt nicht rein? Weil die Welt noch gerade erstellt wird. Nee, ich komme gar nicht rein. Also ich bin. Ah, jetzt. Ich komme gar nicht rein. Ja, ist okay. Ach, guck mal hier, das wird so aufgebaut. Ah, und gut. Ja, deswegen, weil so kenne ich das noch. Ja, gut, jetzt haben wir ein kleineres, das ist auch okay. Gut, was ist das Besondere an der Mining World? Es ist eine Mining World. Ja, genau, es gibt keine Mobs, es ist immer Tag. Aber mich wundert es, dass hier Bäume wachsen. Normalerweise ist es hier komplett flach. Ja, vielleicht halt durch Icy Tour und so weiter, weil das sind ja alles Rubber Trees. Oh, hier ist Lava. Ja, stimmt. Oh, hier ist Lava. Willst du mal reinspringen? Nee, danke. Ich nicht? So, ich nehme mir gleich mal noch ein paar Botania-Blümchen mit. Ja, das war jetzt wieder klar. Die großen kann ich immer noch nicht abbauen. Na. Komm, dann setze ich aber auf jeden Fall mal hier ein Portal. Würde ich einfach mal hier so dran klatschen. Was ist ein Portal? Portal Gun. So, eine Portal Gun. Ah, okay. Ich würde mir sowieso mal einen Waypoint setzen. Ja, ja. Ich würde sagen, wir suchen uns einfach eine Höhle, oder? Portal. Ein Portal, sondern Portal. Weißt du was? Was denn? Ach verdammt, ich habe meine Truhe vergessen. Ich gehe mal ganz schnell zurück und hol mal eine Truhe für die Turtle. Boah, ich mag das Wort einfach, Turtle. Ich wollte mir überlegen, ob ich so gierig sein soll, ob ich noch eine Diamantruhe machen soll. Solange das noch nicht Chunk geladen ist, brauchst du das, glaube ich, nicht. Ja, die wollte ich jetzt aber einfach so währenddessen laufen lassen, während wir da jetzt so rumgeistern. Ich schätze mal, da werden wir jetzt ein bisschen länger dran bleiben. Okay. Ah, komm, ich mach mal eine Goldtruhe, das hat ja recht. Iron Chest und Gold Chest. So. Hey, ist ja genial, hier kann ich hier die Blumen abfarmen ohne Ende. Mhm. Kannst ja auch gleich da ein Haus bauen, ne? Nö. Wieso? Ich hab zu wenig Soundcraft. Aber jede Menge Blumen. Oh. Ich stehe gerade eine halbe Stunde im Portal und denke mir nur, wieso werde ich nicht geportet? Ja. Genau. Gut. Oh, jetzt habe ich ein paar. Ich würde sagen, hier ist eine wundervoll schön freie Fläche. Hier die Truhe hin. Dann hier hinter die Mining Turtle. Und dann CraftOS 1.7 wird gestartet. Der verpasst mir jetzt erstmal einen Namen. Das war Set Label, oder? Ja, ich glaube schon. Doshi nennen wir es einfach mal. Okay, no such program. Label Set. Ah, ja. Ja, Label Set war es, nicht Set Label. Gut. Dann ich kenne mich mit Computer Craften aus. Ja, ich habe absolut nicht. Ich habe lange nicht mehr gearbeitet damit. Dann müssen wir da ein bisschen Treibstoff verpassen. Refuel All. Fuel Level ist 5120. Ja. Und dann sagen wir dir jetzt einfach mal Excavate. Machen wir mal 12. Gut. Und die fängt jetzt hier an abzulaufen und es war ein bisschen unklug jetzt so zu machen. Ich hätte dir schon eins in die Erde bauen müssen, fällt mir ein. Ja, gut. Ja, weil jetzt braucht ich schon Treibstoff. Wenn du das bewegen, braucht er von dem Treibstoff. Hm. Gut, suchen wir weiter, hübschen uns nochmal eine Höhle. Hallo. Ah, sehr schön, cool. Er nimmt die Blumen mit. Ja. Passt.
Ey, meine Blume. Ey, meine. Gut, wir suchen uns dann mal eine Höhle, würde ich sagen, oder? Ja. Können wir tun. Gut. Hier ist ein Wasserloch. Das Sugarcane. Ah, das sieht schon sehr höhlich aus. Oder so ähnlich. Ja, so ähnlich. Hm. Warte mal, hier geht's runter, oder? Ja, hier geht's runter. Oh, cool. Ja. Warte. So. Oder so. Oh, hier ist... Ach, Gravit Stone ist das. Was für ein Ding? Gravit Stone, ah, cool. Neues Baumaterial für dich, ja? Oh, Eisen, Eisen. Ich lösche erstmal ein bisschen aus. Warum denn? Ja, ich will aber so ein bisschen sehen, ne? Ach so, okay. Ich weiß, es spawnen keine Mobs. Ja. Ich meine aber in der früheren Version sind die trotzdem noch hier gespawnt. Ja, okay. Alter, das geht ganz schön tief runter, diese Höhle. Aber eine gute ausgesucht. Was ist denn? Ich schwimme einfach den Fackeln folgen. Wieso höre ich einen Zombie? Hä? Ich habe gerade einen Zombie gehört. Ja, echt jetzt? Ja. Ja, vielleicht ein... Ah, Spawner gibt's glaube ich noch hier. Ey, das wäre geil. Das wäre echt geil, wenn hier ein Spawner wäre. Guten Tag, aua. Hallo. Aua. Minenschacht? Was? Hier ist ein Minenschacht. Ja. Oh lol. Wie schaffen wir das eigentlich immer? Weiß es nicht. Ah, hier ist der Spawner. Zack, zack. So. Wasser, ja. Klaus? Ja, genau. Ja, hier. Wo bist du denn? Komm einfach zum Spawner. Ja, geil. Eine Doppelchest sogar. Ja. In der Musikdisk. Ich hab hier was für dich. Oh. Ja. Zombie. Mhm. Also, was willst du haben? Das hier? Vor mir, Max? Ja, geil. Vorsicht hinter dir. Oh, ja. Und darf ich noch ein Geschenk machen? Ja, bitte. Ja, eine Portalgun, geil. Cool. Die wird gleich eingepackt. Also ich würde sagen, das hat sich schon mal gelohnt, ne? Ja, definitiv. Ja, vielleicht finden wir hier ja auch noch ein paar Kisten. Hm, vielleicht auch wieder fliegende, die noch ich sehe. Ja. Hier ist schon eine Kiste. Oh, ich habe einen Spinnenspawner gefunden. Ich habe ein Safari-Netz. Komm, dann tue ich mal das hier rein. Und einen Zombie habe ich noch gefunden. Filt-Titten-Cannon und ein Crowbar. Ah ja, dann schon mal wieder vier Ender-Lilies, ne? Ja, geil. Und wieder ein Iridium. Du hast vielleicht einen Lack. Ja, ich habe ja vorhin schon drei. Verdammt. Aha. Ha, ich bin so lustig. Ja, manchmal schon. Lol. Was war das denn? Was war das denn jetzt für eine komische Spinne? Die guckt mich eine halbe Stunde an, haut erstmal ab und verpasst mir dann eine. Ich hätte erst gedacht, dass sie hier friedlich sind, weil die mich so eine halbe Stunde lang angeschaut hat ohne Probleme. Und dann? Oh. Nö. Hm. Ist dann eben so, ne? Oh, guck mal hier. Na, okay, machen wir das so. Boah, es ist doch schön, wenn so ein Gravelblock in so ein Spinnennetz reingeht. Mhm. Dauert so schön lange. Ach ja, gibt immer schöne Momente bei Minecraft, ne? Ja. Kann den noch nicht mal abbauen. Ah. Ah ja, jetzt wo ich es gerade höre, ihr hört es vielleicht schon, ich habe schon neue Musik hinzugefügt. Ja, geil. Hm? Ja, ich bin ja eher so der Typ, der relativ gerne Gaming-Remix hört und ich find, das kommt aber auf YouTube relativ gut an. Hab so das Gefühl. Okay. Das dann auch weg.
Den Spinnenspawner, den baue ich mal ab, ne? Ja. Spawner finden wir ja noch genug. Ja. Oh, ein paar Spinnenfäden haben wir, das ist auch gut. Oh, Silicon. Wow, mit Fortune 3 aus einem Silicon Ohr ein Silicon bekommen. Wow. Ja. Oh, eine Kiste! Ja, toll. Da warst du schon dran, ne? Vielleicht. Ja, da ist Koppel und Gravel drin. Ich wollte die Freude nicht verderben. Mhm, danke. Bitte. Du Arsch. Hab dich aber lieb. Aha, ich weiß. Komm, jetzt wieder auf Rum zu fänden, kriegst du auch eh wieder die ganzen Charts ab. Und das ist eine Bot. Ja, ist ja gut. Au. Hier ist Water. Und da ist Lava. Ja, aber das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir hier die ganzen Schienen abgrasen. Dann haben wir noch genug für Railcraft zum Beispiel. Mhm. Ah, hier ist nochmal ein Spinnenspawn. Ne, doch nicht. Du hast eine Spinne gehört. Ich werde hier nie wieder rausfinden, sag ich dir. Ja, ich werde schon rausfinden. Ich habe meine Fahrt begonnen, ne? Aha. Oh, Diamanten. Ach, verdammt. Ja, komm, ich kann sie dir mal. Warte mal, auf welcher Höhe bist du? Hä? Auf welcher Höhe bist du, dass du Diamanten findest? 13. Oh, ich bin ja auch schon auf Höhe. Warte mal, du bist da? Ja. Guten Tag. Welch eiskalt an den Diamanten vorgelaufen? Da ich mir das wundervolle Elorium hier mit. Boah, mach das. Bau hier mal das Wasser zu. Ja, wenn das hier alles mit Virtual Craft auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So zum Beispiel, dass es erstmal funktioniert. Ja. Muss halt auch erstmal funktionieren, ne? Mhm. Ja, rennen wir wieder vor die Spitzhacke. Ja, gerne. Also irgendwann mache ich echt mal so einen Zusammenschnitt, wo du mir alles vor die Spitzhacke gelaufen bist. Das kannst du gerne mal tun, ja. Ich glaube, bloß das könnte so 2-3 Jahre dauern an die Folge. Ja, klar. Mhm. Oh, da ist die Spinne. So richtig gehört. Ja, toll, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Ach. Was legst du dich noch mit Giftspinnen an? Ja, weiß ich auch nicht. Lapis Lazuli. Hab ich ja gar keins mehr. Nee? Nee. Ich hab schon 3 auf der Spitzhacke, was meinst du woher? Ach so, ja, klar. Mhm. So, die Blumen kann ich mal wegpacken. Uranium. Ich werde jetzt gleich schon Ort auf Fackeln. Wow. Ja gut, aber das könnten wir hier eigentlich auch für eine Turtle abbauen lassen, ne? So ist es ja nicht. Oh, da oben sehe ich Quarz. Schau mal auf die Map, da sind ein paar Mobs gespawnt. Ja, krass. Muss dann. Ah, das sind ja. Ja, das sind Spinnen. Ach stimmt, ich sehe es auch gerade. Was sagen? Oh, das ist gerade richtig der Song, den ich brauche. Ja, schau schon auf. Ja, danke. Bitte. Glaube ich auch wieder eine Zuschauer ganz gut. Ja, ich will ja nicht noch mit vergaulen. Hast du recht. Alter, wo kommt das Wasser her? Ja, genau. Hab ich auch lieb. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, ich habe einen Spawner gefunden. Also. Schon wieder? Ja, so ein Giftspin. Ah, okay. Giftspinnen sind auch so das Nervigste in ganz Minecraft, ne? Oh, ich finde die eigentlich ganz niedlich. Mhm. Ja. Aber sonst hast du keine Probleme, oder? Nö. Okay. Alter! Dann machen wir mal Spinnfäden entfernen auf Dockshot und dann kommt schon die nächste angekackt. Oh, die Folge hast du gleich auch schon rum. Ja. So schnell geht das, ne? Ja. Boah,
das kann es doch nicht sein, dass ich von jeder dritten Spinne vergiftet werde. Doch, das sind Giftspinnen. Echt? Aha. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Baue ich mich mal gerade ein bisschen ein. Ja, lebensmäßig sieht es gerade sehr gut aus bei mir. Oh ja, drei Stück, geil. Und sonst so? Ja, läuft. Ja gut, ich würde sagen, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Wow. Da habe ich richtig Spinnen, richtige Spinnen. Kommen die jetzt her? Ah, ich habe noch einen Spawner gefunden. Aber einen richtigen. Ah, Mensch. Also kein Giftspinnen oder was? Nee. So einen richtigen Spinnenspawner. Mit Lexica Botania. Ui. Eine Steadfest-Drohne. Quarz, geil. Mana in der Bottle. Ein Kupfer. Was haben wir da noch? Ja, noch ein bisschen Kupfer. Noch ein bisschen Quarz. Lobby Disc. Mit Computer Craft Battleship. Ohne Taumium Ho, geil. Klaus? Ja, hier. So, einmal die Viecher sind niedlich. Ja. Ich komm dann auch wieder zurück, ne? Nein, warte auf mich. Nee, ich muss ja zurück in die Mining World. Hä, was, wie, wo? Schau mal in den Chat. Chat? Jo, nee, echt jetzt? Ja. Geil. Hab schon gesehen, wir sind doch ein bisschen aus der Chunk-Reite von der Stadt gegangen. Ja, von 49 Level insgesamt auf 0 Level. Ich hab keinen Platz mehr. Okay. Wo sind wir jetzt reingegangen? Oh, hier ist noch ein Minecart, geil. Mit Stahl und der Pferderüstung, cool. Und Kreosotöl. Ja, soll ich wenigstens sein, hat seinen Spaß. Ja. Warte mal, was packe ich denn jetzt rein? Ich glaube, da kommt Gravel. Ey, wo sind wir jetzt reingekommen? Holz brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So. Ja gut, ich würde sagen, wir können doch schon mal hier die Folge beenden, oder? Ja, können wir. Gut. Ich suche dann meinen Zeug in der Zwischenzeit wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch angeht von Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch beim lieben Spätiger vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.